Aufgabe 14. Ich habe hier schon mal aufgeschrieben, der HSA ist E. Und wir brauchen ja E-Sternchen, um Groß AR zu berechnen. Und da muss man bei dem E-Sternchen noch zum Horner-Scheitel-Abstand 1,5 dazu nehmen, weil von vorne, also von dem Apex zu H, das ist 1,5. Die 1,6 nehmen wir, wenn es um die Baulänge geht. Dann nehmen wir die 1,631. Es gibt aber auch Lehrer, die sagen, mein Gott, egal, 1,5 oder 1,6. Oder wir rechnen immer nur, egal um welches Thema es geht, mit H-Sternchen 1,55. Also daran hängt euch bitte nicht auf. Das ist jetzt hier nicht so wichtig. Ich habe mir in meine neue Formelsammlung das extra nochmal dazu geschrieben. 1,5 nimmt man für die Kontaktlinse. Das wäre dann quasi E-Sternchen für die Kontaktlinse. Und wenn man die NG berechnet und die 1,63, eigentlich ist es 1 für die Augenlänge. Das heißt, wenn man klein A-Strich berechnet hat und dann die Augenlänge braucht. Und wie gesagt, der Mittelwert ist 1,55. Das ist jetzt nicht das Entscheidendste bei dem Thema. So, das heißt, wir gucken dann in der Formelsammlung nach. Die Formeln kann man ja meistens, denke ich mal, nicht auswendig. Das heißt also, die Formel mit Groß AR, die brauchen wir jetzt. Also ich mit den Strecken, die kann ich immer auswendig, aber die kann ich nicht so gut auswendig. Also diese Formel brauchen wir, um AR rechts und links auszurechnen. Dann, wenn wir das haben, brauchen wir noch NG ist gleich 1 plus E quer mal AR. E quer haben wir hier gegeben mit den 23 mm. Ja. Achso, und dann müssen wir hier noch eine reine Baulängenametropie. Dummerweise müssen wir also auch noch A' ausrechnen. Das geht mit der BAT-Formel. Fürs Auge, die so aussieht. AR rechnen wir jetzt gleich aus und DR ist dann 58,64 wollte ich gerade sagen, aber das ist der alte Zahlenwert, mit dem man immer gerechnet hat, 59,74. Das ist der Gullstrand-Wert. Auch beide übrigens in der Formelsammlung zu finden. Einmal unglaublich vereinfacht und einmal exakt. Übrigens an der Stelle, wenn ihr 58,64 nehmt, ist auch nicht falsch. Früher haben wir auch immer diese Zahl genommen. Jetzt nehmen wir, weil es das Lehrbuch so macht, immer diese Zahl. Ja, das heißt, wir rechnen aus und setzen ein. Die Sternchen müssen wir noch berechnen. Das sind dann also 21,5 mm. Und ja, jetzt setze ich AR ein. AR ist gleich minus 4 geteilt durch 1 minus und so weiter. Ich rechne mal fleißig vor mich hin. 21,5 geteilt durch 1000. Ihr wisst, ich ist das Quatsch, dass man das im Taschenrechner tippen muss. Aber mit dem Multitasking ist manchmal gar nicht tatsächlich so. Das rechne ich jetzt plus 1, minus minus ergibt plus 1 durch x mal 4 minus ergibt minus 3,68, 1 durch Meter. Bei der anderen Seite, das ist für die rechte Seite, für die linke Seite muss man es auch wieder ausführlich reinschreiben und so weiter. Mache ich jetzt aber nicht. Um Zeit zu sparen. So, das wird immer ein bisschen kleiner, wie ihr wisst, vom Betrag her. So, dann kann ich noch Groß A' ausrechnen, jeweils.
Das heißt, die Zahl, die ich gerade habe, plus 59,74. Das ist das dann für die eine Seite. Das habe ich jetzt so gemacht, weil das gerade noch im Taschenrechner war. Das spart Zeit. Und jetzt kann man sich immer ein bisschen darüber streiten. Wie man rundet, aber da muss man sich nicht streiten. Das sind plus 56,061 Durchmeter. Ja, und dann habe ich, kann ich noch kleinen A-Strich ausrechnen, jeweils. Aufpassen. In diesem Falle müsste man zwar nicht mit N rechnen, aber das ist eine Besonderheit hier und deswegen, damit ihr euch das nicht angewöhnt, rechnet bitte immer mit 1,336. Wenn ich das so rechne, habe ich Meter mal 100, habe ich Zentimeter, sind also 2,38 Zentimeter. Und 1,336 geteilt durch 58,29. Ihr merkt, glaube ich, manchmal, je nachdem, wie man tippt, spart man auch Zeit. Das mache ich also immer mit dieser 1 durch X-Taste und so. Und hier, ihr guckt bitte, ne? Also hier, das mache ich aus Zeitspargründen, weil ich finde, ich muss das jetzt, ich muss ja die Gesellenprüfung zum Glück nicht machen, da wirklich einsetzen. Ne? Also da wirklich dann aufschreiben, A-Auge ist gleich 1,336 geteilt durch 56,06 gleich. Ja? Also diese, das hier ist eine Vereinfachung, die ihr euch bitte nicht gönnt. Ja? Also sowohl nicht in der Prüfung, als auch jetzt beim Üben nicht. So, jetzt kann ich NG rechts und links berechnen. Ihr seht, die Aufgaben brauchen auch nicht immer gleich lang Zeit. Ne? Also die braucht jetzt hier mal ein bisschen länger. E quer sind die 23. Mache ich wieder 23 geteilt durch 1000. Habe ich das in Metern. Mal AR für die rechte Seite, also mal 3,68 gleich. Und das ziehe ich von 1 ab, sind es 0,91536. Das gleiche mache ich für die andere Seite. Und dann kommen geringfügig andere Werte raus, wenn ich das anders runde oder so. So, 0,91536 geteilt durch 0,966581 mal 2,38 geteilt durch 2,29. Das habe ich noch im Taschenrechner, Zeit zu sparen. Mal 2,38 gleich. Geteilt durch 2,29 gleich. Kommt raus 0,984. In Prozent ausgedrückt ist das also diese Zahl von 1 abgezogen mal 100. Das sind also 1,58% Bildgrößendifferenz, was wenig ist. Das heißt also, jetzt muss ich ja die Interpretation aufschreiben. Die Interpretation wäre hier, dass der Bildgrößenunterschied nur 1,6% ist. Das ist wenig. Das heißt also, der kommt mit meiner Brille gut klar. Wir wissen auch, dass das so ist. Bei einer Baulängenmetropie hat er mit Kontaktlinsen unterschiedlich große Netzhautbilder, weil seine Netzhautbilder auch ohne Korrektur unterschiedlich groß sind. Das liegt hier an den Baulängen. Und dementsprechend eine Brille, die unterschiedlich klar stark verkleinert, ist sogar gut für ihn. Also, der kommt hier mit der Brille gut klar. Der hätte eher Probleme, wenn er jetzt eine Kontaktlinse haben möchte, damit die Brille nicht unterschiedlich schwer ist, aus kosmetischen Gründen, weil es rechts, links unterschiedlich aussieht. Der käme mit einer Kontaktlinse nicht